Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich mal wieder einen Park von Lexus Mods bewerte. Denn dort habe ich von Shroom Coaster einen Park gefunden, der heißt Jurassic Park Germany. Und der sah super interessant aus von den Screenshots, also eine sehr, sehr interessante Jurassic Park Tour hat der wohl. Und die wollte ich mal mit euch gemeinsam fahren, aber es geht hier erstmal los bei einer Landebahn und einem kleinen Flughafengebäude, auch mit Helikopter. Das heißt, man kann per Flugzeug hier ankommen, per Helikopter. Und da hinten ist auch noch eine Straße, die aus einem Tunnel kommt. Auch sehr, sehr cool gemacht. Also hier kommt man dann rausgefahren mit dem Auto. Und dann hat man hier Parkplätze, wo man sein Auto abstellen kann. Finde ich sehr, sehr schön. Das hier sind übrigens die einzelnen Parkflächen, wo man dann parken kann. Und dann kann man auch hier in den Jurassic Park reingehen. Ankommen tut man dann eigentlich immer auf diesen Platz, der auch super atmosphärisch ist, also wirkt sehr, sehr freundlich. Ja, das kommt schon cool rüber, ne? Da fühlt man sich direkt wohl. Toll gemacht mit den Springbrunnen. Hier auch der Höhenunterschied gefällt mir richtig gut. Hier geht es ja hoch zu so einem Visitor Center und dass hier so ein kleiner Höhenunterschied ist, das finde ich echt toll. Dann noch so ein bisschen Wasser davor. Das hat so ein bisschen Jurassic Park Feeling dann natürlich. Und da kommt auch ein Heli gerade. Hier landet jetzt gerade der Heli. Toiletten hat man links auch noch. Ein Getränkeladen. Und da kann man sich hier auch noch hinsetzen als Besucher und schön das Meer genießen. Auch wirklich ein toller Ausblick. Aber wir gehen natürlich jetzt hier hoch. Denn ich bin sehr gespannt auf die Jurassic Tour, die uns erwartet. Über die Strecke muss man sogar so ein bisschen rüberlaufen. Finde ich aber echt cool gemacht. Die Wegfläche ist richtig cool. Kann man auch noch mal sitzen. Oh, du hast sogar hier eine Toilette eingebaut in das Visitor Center. Und auch die Jurassic Tour so in das Visitor Center. Da gibt es auch noch mal eine Toilette, einen Sushi-Laden. Aber ich würde sagen, wir fahren dann jetzt mal mit der Tour. Ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, dass wir sogar diesmal teilnehmen an der Tour. Eine Außenperspektive haben wir dann nicht. Aber wenn wir jetzt selber fahren würden, dann wird das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle gar nicht funktionieren. Ich werde euch gleich zeigen, was ich meine. Weil die ist echt richtig interessant, die Tour. Und es ist ja auch mal schön, das Ganze wieder so aus dieser Perspektive zu genießen. Ich glaube, ich nehme aber einen der hinteren Plätze. Kann man nämlich auch schön nach oben gucken. Weil dann nach vorne ein bisschen die Sicht blockiert ist. Vielleicht fahren wir doch lieber so. Geht es erstmal in einen tiefen Wald hinein. Ich weiß nicht, ob die Bäume per Hand platziert sind, aber es sieht sehr schön aus, weil die Äste so über die Strecke ragen. Finde ich immer toll. Ich glaube, das hier ist aber noch kein Gehege. Aber auch schön gemacht hier mit den Blumentöpfen, nenne ich sie mal, und den Fackeln hier. Und dann dahinter der Ausblick aufs Meer. Und rechts dann nochmal so ein Springbrunnen. Das ist sogar der aus der Lagune. Ah, und jetzt geht's erst richtig los. Welcome to Jurassic Park. Oh, da unten hast du auch so ein Lichter platziert. Sieht bei Nacht bestimmt auch cool aus. Wird dann von unten angestrahlt, das Tor. Es geht direkt zu einem Fleischfresser. Und in einen Tunnel geht's rein. Das ist nämlich schon mal eine Besonderheit, die ich richtig cool finde. Hier ist sogar beleuchtet innen drin. Okay, das ist schon ziemlich cool, die Idee. Und rechts kann man rausgucken. Da sieht man nämlich die ersten Dinosaurier. Es war irgendwas Kleines, entweder ein Dilo oder ein Monolophosaurus. Konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Aber ist schon sehr cool gemacht. Wir schauen uns das natürlich gleich auch noch von außen an. Ich glaube, durch so einen richtigen Tunnel, wo man dann auch noch auf die Gehege blicken kann, bin ich noch nie gefahren. Die Dinos sind echt weit weg und ich habe kein Fernglas. Das ist ein bisschen schade. Wäre noch schön, wenn mal durch einen Update irgendwie so Stops kommen würden. Also, dass die Tour mal kurz anhält an einer Stelle
und man dann mit dem Fernglas auch ein bisschen in die Gehege reinzoomen könnte. Das würde ich toll finden. Aber an dieser Stelle springen wir einmal kurz raus aus dem Fahrzeug. Gucken nochmal bei Nacht kurz in den Tunnel rein. Ist nämlich auch wunderschön beleuchtet, wie ihr sehen könnt. Und von außen sieht das toll aus, oder? Da oben fährt man dann lang. Und kann dann hier in die Gehege blicken. Wirklich eine richtig coole Idee. Sehr toll umgesetzt. Okay, es sind Poceratus. Konnte ich leider nicht erkennen von da hinten. Oh, ich dachte tatsächlich vorhin, dass ich auf zwei Gehege geblickt habe, aber hier war nur so eine kurze Wand, wo auch so schön Bäume drauf sind. Und dann ist man hier wieder weitergefahren. Das ist aber genau das gleiche Gehege. Das heißt, wir haben gleich mal beide Male die Poceratus gesehen. Aber das ist schon richtig cool. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder hier an diese Stelle. Dort geht es nämlich jetzt weiter. Wir können jetzt auch einfach mal so mitfliegen. Durch das nächste Gehege. Deswegen kann ich es übrigens nicht selber fahren. Wobei, wenn ich selber fahre, dann falle ich hier nicht nach unten, ne? Aber hier ist halt so eine Brücke. Die Strecke geht halt einmal unten durch und einmal oben rüber. Funktioniert leider nicht ganz, wenn die selber fahren. Ich glaube, wäre ich gefahren, hätte man da sogar rüberfahren können. Vielleicht hätte ich es dann doch machen sollen. Aber ist ja auch mal schön, jetzt in einem Gehege das aus der Außenperspektive zu sehen. Hier ist nämlich ein Pflanzenfressergehege. Das ist, glaube ich, Voerosaurus, ne? Ja. Voerosaurus. So ein schönes kleines Wasserbecken da. Und auch wieder schöne Höhenunterschiede. Also das Wasser ist ein bisschen niedriger. Hier geht es dann wieder toll hochgeschlängelt nach oben. Auch super übergeglättet. Die Bäume toll platziert. Hier fährt man wieder unterm Ast durch. Dann hat man hier wieder so eine offene Fläche, wo dann vermutlich auch Pflanzenfresser sind, die wir leider gerade nicht sehen. Da hinten laufen auf jeden Fall Sauropoden. Das ist, glaube ich, ein riesiges Mischgehege. Aber wir fahren hier aber erstmal wieder raus. Und da oben ist einfach eine Zipline, die auch eingebaut ist. So viele coole Ideen in diesem Park, das ist Wahnsinn. Hier geht es dann wieder raus. Und in eine Station. Ah, okay, hier haben wir einen Zwischenstopp. Das heißt, man kommt dann hier raus und dann auf diese Besucherfläche, die auch wunderschön gestaltet ist. Wirkt wieder sehr, sehr freundlich. Ich mag das Design sehr gerne mit diesen runden Springbrunnen überall. Und dann geht es hier auch wieder hoch. Viele Besucherläden. Diese Höhenunterschiede machen echt viel aus, ne? Das sieht wirklich toll aus, dass es hier so ein kleines Stück hoch geht. Das ist sehr schön gemacht. Man kann auch überall sitzen. Dann diese coole Zipline hier als Highlight. Und die führt einfach nur so ins andere Restaurant rein. Das heißt, wenn man hier irgendwie was gemacht hat. Beziehungsweise, wartet mal, das ist, glaube ich, so eine Attraktion, ne? Ja, hier ist sogar so ein Klettermännchen. Ich glaube, das ist so ein Kletterpark. Und dann rutscht man hier halt rüber auf die andere Seite und dort geht's dann raus. Voll die coole Idee. Und hier geht's dann auch noch weiter in eine Hotelanlage, so wie es aussieht. Ganz viele einzelne Hotels. Auch alle mit dem Strohdachdesign. Jurassic Park. Dort kann man dann auch mal eine Nacht verbringen, da einchecken. Und dann geht's wieder weiter in die Tour, glaube ich. Diesmal fahren wir dann mal selber. Es könnte sein, dass wir jetzt wieder in dem Pflanzenfressergehege sind, muss ich mir vorstellen. Aber kann auch ein neues Gehege sein. Ich überhole auf jeden Fall mal ganz schnell. Hier ist nochmal eine Brücke. Ich glaube, jetzt können wir die auch richtig fahren. Kommen wir da perfekt rüber. So soll es sein. Und unten drunter wird dann halt so ein Fluss auch noch. Die anderen, die sinken da wieder in den Boden ein. Ah, da hinten sieht man sogar Euoplocephalus ist es, glaube ich. Ist da was Totes oder schläft der Sauropode? Montosaurus sehe ich. Oh, hier liegt irgendwas. Okay, ich glaube, der schläft. Thank you.
glaube schon. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Regensaugenpole könnte ich jetzt nicht erkennen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genau erkennen konntet. Jetzt nochmal über eine weitere Brücke. Auch wieder über einen Fluss. Diese Brücken in Kombination mit der Tour hatten wir schon mal gesehen. Es kann tatsächlich aber auch sein, dass das auch von Shroomcaster war, weil ich hatte auch schon mal einen Park von ihm bewertet. Oder Shroomcoaster, Entschuldigung. Sowas finde ich ja auch immer schön, ne? Wenn man dann so ein bisschen nur in das Gehege reinblicken kann schon mal. Und so ein kleines Preview bekommt. Aber hier geht es halt wieder in einen Tunnel hinein. Auch wieder schön beleuchtet. Und dann kann man schön von hier oben runter gucken ins Gehege. Leider ist ja jetzt gerade kein Fleischfresser da. Aber den sehen wir bestimmt gleich noch. Hier ist der nächste Spot, wo man reingucken kann. Oh, ich sehe wieder nichts. Ach, obwohl, da hat sich gerade was bewegt. Das war, glaube ich, aber nur eine Ziege in der Ferne. Na, fahren wir weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Rex drin ist. Hört sich zumindest vom Schrei so an. Oh, hier ist ein bisschen eng. Ja, das dürfte, glaube ich, ein Rex sein vom Schrei. Naja, wenn wir ihn jetzt nicht zu Gesicht bekommen, ist es so. Aber ich glaube, diese Toilette weist auch darauf hin. Wahrscheinlich so ein kleines Easter Egg. Oh, hier ist nochmal. Oh, guckt mal. Okay, das ist auf jeden Fall ein Rex-Gehege. Das ist nämlich auch hier an den Film angelehnt. Da unten ist dieser Ziegenfutterspender, den man im Film sieht. Finde ich aber sehr, sehr cool, dass du diese Easter Eggs eingebaut hast, aber auf deine Art und Weise. Also du hast nicht einfach den Film nachgebaut, sondern so schon deinen eigenen Stil verwendet. Finde ich toll. Ich weiß gar nicht, ob Shroomcoaster überhaupt deutsch ist. Aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, weil es halt Jurassic Park Germany ist. An dieser Stelle fliege ich dann auch mal wieder weiter. Einmal durch das Tor durch. Oh, es schließt sich. Ah, hier kommt wieder ein Pflanzenfresser. Auch sehr cool gemacht mit der Felswand. Und dann geht's wieder über eine Brücke. Pterizinosaurus. Zwei Stück sogar. Die sieht man sogar gerade perfekt. Boah, ist das cool. Das würde ich ja gerne mal sehen, wenn hier die Jeeps rüberfahren, aber ich glaube, das würde nur gehen, wenn ich selber fahre. Sonst sinkt die halt wieder am Boden ein. Aber auch toll gemacht. Einfach hier so eine Erhöhung. Eigentlich muss ich mal eben einen Jeep holen. Ich will da schon rüberfahren. Das sieht echt cool aus. Oh, jetzt haben wir sogar Glück. Ich fahre jetzt gerade da wieder hin und jetzt könnt ihr auch den Rex mal sehen. Da oben ist er. Also wir lagen auf jeden Fall richtig vom Sound. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt kommt noch mehr T-Rex-Feeling auf, wie im Film. Aber die Kollegen dürften jetzt eigentlich gleich im Boden einsacken, wenn ich es richtig in meinem Kopf berechnet habe. Berechnet ist vielleicht das falsche Wort, aber das weiß ich mal. Und dann sollten wir freie Fahrt haben. Und ab mit dir. Ab nach unten. Eingesaugt ins schwarze Loch. Wir düsen jetzt hier oben rüber. Das ist voll die coole Idee. Aber auch richtig viel Arbeit. Ne? Ihr müsst halt überlegen, dass jeder dieser weißen Container unter uns einzeln platziert ist. Dann die Felsen, die Blumentöpfe. Aber ich finde, die Arbeit hat sich gelohnt. Es ist halt wirklich cool, dass man dann hier oben so einen tollen Blick hat auf das Pterizinosaurus-Gehege. Also ich bin mir jetzt schon sicher, dass es die beste Jurassic Park Tour ist, die ich jemals gefahren bin. Ich bleibe jetzt einfach mal in dem eigenen Jeep. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Vom Schild her würde ich jetzt sagen, hier ist ein Zuko und ein Spino drin. Da hätte man gerade schon was gesehen. Ich glaube, das war ein Zuko. Ja, wir fahren mal weiter. Wir sind auch ab und zu so Fackeln und auch so Fahnen eingebaut. Also du hast selbst die Zäune so ein bisschen verändert. Ja, das sind Zukos, zwei Stück. Drei Stück sogar. Hat noch einer aufgestanden. Und dann kommt hier ein
kleiner Pflanzenfresser, so wie es aussieht. Oder was ist das für ein Schild? Da würde ich schon sagen, sieht eher so nach Pachycephalosaurus aus, vom Schild. Okay, das sind Mutabubas, ne? Auch ein toller Dinosaurier. Schnell die Kollegen überholen, wo der Engpass kommt. Und dann geht's ab ins nächste Gehege. Wieder ein Fleischfresser. Ich glaube, hier sind wir jetzt gerade aber nicht in einem Gehege. Ich glaube, wir fahren eher so an Gehegen vorbei. Ich glaube, das hast du allgemein bei den Fleischfressern immer so gehandhabt, dass man da nicht direkt durchfährt. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Bei den Pflanzenfressern fährt man durch die Gehege, bei den Fleischfressern an den Gehegen vorbei. Das hat dann solche tollen Spots hier, wo man halt reingucken kann. Leider sehen wir wieder nichts. Aber so ist das manchmal. Oh, hier vorne haben wir nochmal Glück. Das sind... Sind das Herrerasaurus? Mal kurz gucken. Ja, Herrerasaurus. Die chillen da gerade alle hinterm Zaun. Also man kriegt hier auf jeden Fall Jurassic Park Feeling die ganze Zeit. Das ist tatsächlich auch ziemlich cool mit diesen Doppeltoren. Das sind, glaube ich, die aus dem Aviarium, ne? Die kann man, glaube ich, auch mit einem Trick platzieren, wenn man halt Mods benutzt. Okay, das sind Archaeornithimimus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und da hinten sehe ich auch noch irgendwas Größeres. Ich glaube, Nasutoceratops. Aber wir fahren mal weiter. Hier vorne kommt nämlich auch noch ein Vogelkäfig. An dem wir erstmal nur vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob wir da noch reinkommen, aber bestimmt. Sieht aber auch schön aus mit den Felsen da und den Springbrunnen. Hier ist nochmal eine Brücke. Oh, da geht es auch unten durch. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass man halt unter der eigenen Strecke nochmal durchfährt. Und wir jumpen hier voll. Und die Kollegen machen hier auch schon Stau. Oh, was geht hier ab? Ah, hier kommt sogar nochmal ein Zwischenstopp. Okay. Da kommt man dann nochmal auf einen schönen Besucherplatz. Und auch hier ist sogar eine Brücke für die Besucher. Und das ist echt cool mit den Brücken. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so cool aussieht, obwohl das solche Container sind. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Und hier kann man dann ins Aviarium reinschauen. Ich habe hier auch so einen Baum in den Springbrunnen platziert, finde ich auch sehr schön. Aber wir fliegen einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Hier sind bestimmt Pteranodons drin, zumindest ist hier diese Deko. Vielleicht sind die rausgeglitscht, das passiert leider häufig. Also Safe Games. Könnte ich mir gut vorstellen, dass die einfach irgendwo frei rumfliegen, aber dann ist es so. Aber auch hier sehr, sehr schön gestaltet. Sogar auf den Beobachtungsgalerien wurden Sachen platziert. Ja, dann würde ich sagen, können wir fast weiterfahren. Ich fliege jetzt nochmal ein Stück. Hier vorne geht es nämlich wieder durchs Ding durch und dann unter der Brücke diesmal durch. Hier sind wir gerade rübergefahren. Jetzt fahren wir unten durch. Gehen die Strecke entlang. So können wir auch richtig mit Highspeed hier lang düsen. Kollegen überholen durchs Tor. Da geht es wieder in einen tiefen Wald hinein. Oh, wie groß das ist. Die Tour ist wirklich sehr, sehr lang. Jetzt, glaube ich, direkt zum nächsten Besucherbereich. Ja, hier ist die nächste Station. Da hat man dann nochmal einen schönen Besucherplatz. Und eine Lagune direkt am Meer. Und das ist ja interessant. Das sind aber selbstgebaute Beobachtungsgalerien. Auch cool gemacht. Einfach hier abgesenkt das Ganze und dann wieder so reinplatziert. Da kann man sich dann auch richtig reinstellen. So sieht es dann aus.
hier drin schwimmen. Wie heißen sie denn noch? Diopleurodon? Diopleurodon sind das, glaube ich, ne? Wir fliegen mal schnell hin. Ja, Diopleurodon. Auch sehr schön gestaltet. Oh, hier fährt sogar die Tour lang noch gleich. Einmal hier oben rüber. Das ist ja interessant. Fliegen wir noch einmal kurz ins Wasser. Ja, sogar hier unter Wasser wurde gestaltet. Also hier sind überall diese Deko-Elemente. Und auch Beleuchtung am Rand. Einmal komplett drumherum. So viel Liebe zum Detail. Wir fliegen dann mal... Ne, wir fahren mal wieder weiter hier an dieser Stelle. Jetzt fahren wir nämlich mal auf dieses Stück neben der Lagune. Das ist echt cool gemacht, auch von der Höhe, dass man dann noch den Zaun da von der Lagune nutzt. Dieses da links halt. Dieses Angeschrägte. Auch toll mit den Springbrunnen. Hier hat man dann auch nochmal einen Blick auf die ganze Landschaft. Das Meer im Hintergrund. Und dann geht's hier gegenüber wieder zurück. Sieht ein bisschen komisch aus, wie die da fahren. Aber ich finde, es ist noch nicht zu steil, das geht noch. Ich glaube, das wäre nicht unangenehm, wenn man da drin sitzen würde. Und hier geht es dann wieder zurück in die Gehege. Ein Fleischwassergehege. Diesmal schauen wir sogar fast komplett über den Zaun. Das ist ein Ceratosaurus. Ist echt schade, dass man hier kein Fernglas hat. Aber ich finde das halt echt cool, dass man hier wieder so einen guten Blick auf das Gehege hat. Weil man halt so viel höher ist. Man kann sogar von hier hinten noch perfekt in das Gehege schauen. Da hinten rennt er auch gerade. Aber sogar hier kann man nochmal einen Blick erhaschen von der Seite, kurz bevor man das Gehege verlässt. Gut, das ist ein Dryosaurus-Gehege hier. Da links ein schöner Springbrunnen. Und hier sind wir dann mit so ein paar Felsen abgegrenzt von den Dryos. Nochmal so eine Toilette hier. Ich glaube, wenn man zwischendurch mal muss, kann man hier aussteigen an den Stellen. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder in den großen Pflanzenfresser-Gehege, wenn mich nicht alles täuscht. Aber irgendwann müssen wir nochmal dann zurück... Ah ne, das ist ein anderes Gehege. Ein Amargasaurus-Gehege. Aber irgendwann müssen wir auch noch zurück in das große Pflanzenfresser-Gehege, weil da gab es ja auch noch eine Brücke, wo wir dann irgendwann nochmal unten durchfahren müssen. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Was ist das? Ich kann es gerade nicht erkennen, was für ein Saurier das ist. Habe ich auch keine Anzeige. Ach, Majungasaurus. Habe ich gar nicht erkannt. Oh, was ist denn nun? Okay, kleiner Stunt. Dafür könnt ihr jetzt mal ein Like da lassen. Und hier geht's ins nächste Gehege. Ah, und das ist jetzt das große Pflanzenfressergehege. Das sind wieder die Vuerosaurus. Ja, jetzt sind wir hier. Schläft auch einer mitten auf der Straße, den weckt jetzt auf. Die Kollegen hupen auch mit. Aufstehen. Okay, den juckt's halt gar nicht. Hey! Okay, wir fahren weiter. Aber hier ist die Brücke, die ich meinte. Da müssen wir jetzt schnell lang düsen.
Und dann verlassen wir wieder das Gehege. Ich glaube, wir haben jetzt hier nicht alle Spezies gesehen, die es in dem Gehege gibt. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich glaube, jetzt sind wir nämlich wieder zurück. Am Eingang. Genau. Das heißt, wir sind jetzt komplett einmal mit der Tour durch den gesamten Park gefahren. Also wirklich, das ist mit Abstand die beste Tour, die ich jemals gefahren bin in Jurassic World Evolution 2, muss ich sagen. Die war wirklich super abwechslungsreich, tolle Ideen. Man hatte immer richtig gute Blickwinkel auf die Gehege. Richtig toller Park. Ich werde das Ganze natürlich für euch verlinken in der Videobeschreibung. Und das war Jurassic Park Germany von Troom Coaster. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.